Hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gothic 2, die Nacht des Raben, in der Livee-Edition. Wir sind in der letzten Folge ja wieder hier zurückgekommen zu den Wassermagiern, weil wir ja, bevor wir dann weitermachen wollen, eigentlich zunächst mal noch ein bisschen Tränke brauen lernen wollten und auch ein paar Tränke machen wollten. Dazu müssen wir genau zu Riordan und lassen uns Lehre mal was... Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Übers Tränkebrauen beibringen. Und zwar Extrakte, Heilung, 14 Lernpunkte. 4 Lernpunkte, Entschuldigung. Dann haben wir nämlich noch genau 10 übrig. Und Satoras schickt uns? Satoras schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Jakendar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Ah, gut, sehr schön. Dann sag mir mal, wo die sind. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Okay, sollen wir da links oben was mal sehen können, vielleicht? Wäre das was? Aber das war's mit dem, was wir von ihm wollten. Jetzt schauen wir erstmal kurz auf die Karte. Okay, das ist mal, dass wir die Karte von hier sehen. Und ja, es sieht so aus, als ob das erste Haus, die Bibliothek der Gelehrten, als ob die da wirklich ganz oben im Norden im Canyon wäre, dort wo die Orks sich verschanzt haben. War ja klar. Dann die zwei, die nah beieinander liegen, sollen im Südwesten sein. Das wäre dann wohl hier ganz links unten auf der Karte, wo die zwei Wege hinführen. Und die anderen beiden, ja, das eine, die von Felsen umschlossene Festung, das im Osten, das muss eindeutig, beziehungsweise kann eigentlich nur der Hort der Banditen sein. Und das andere müsste dann irgendwo rechts unten sein. Okay, da kommen wir im Moment noch nirgendwo hin. Aber wir kommen auf jeden Fall zum Alchemietisch. Denn wir haben jetzt ja einen weiteren Heiltrank gelernt. Und da werden wir uns gleich mal ein paar machen. Einfach nur, weil wir haben nämlich ja nicht allzu viele Heiltränke. Deswegen machen wir mal jetzt so viele wie geht. Und zwar die höheren natürlich. Ich finde es ein bisschen doof, dass man da jedes Mal extra draufklicken muss. Und den Stück für Stück wirklich machen muss. Ist ein bisschen mühselig. Aber was soll's. Ich glaube, den Rest mache ich irgendwann mal offscreen. Weil es dauert jetzt halt hier wirklich ewig. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal hier ein paar Tränke gemacht. Davon. Und wie viel könnten wir denn eigentlich noch machen? Noch 24 Stück. Und eigentlich könnten wir ja auch mal ein bisschen was verkaufen. Aber ich würde sagen, das machen wir im Lager der Piraten. Ja, wir wollten ja eigentlich zu Fuß dann dorthin gehen und das ganze Zeug aufsammeln, was wir da unterwegs bis jetzt haben liegen lassen. Und die Warane waren das letzte Mal noch nicht da, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Stufenanstieg. Na komm, triff doch. Dann gehen wir noch ein bisschen näher hin. Jetzt hat er uns bemerkt, müsste eigentlich gleich kommen.
So, ich würde sagen, wir nehmen auf dem Weg zu den Piraten alles mit, was wir irgendwie kriegen können an Erfahrung, dass wir möglichst bald wieder aufsteigen. Und ich meine, da hinten müsste eigentlich noch eine Fangheuschrecke liegen. Das liegen sein. Zwei Stück sogar. Ja, klar, das ist natürlich auch nicht, ist nicht besonders sportlich, was wir hier treiben. Aber durchaus sinnvoll. Und die haben wir scheinbar noch nicht genutzt, ne? Ja, richtig. Dafür nehmen wir alles andere jetzt mal mit, was wir hier sehen können. Was offensichtlich nicht allzu viel ist. Ein paar Weidenbärchen. Gut, sind besser als nichts. Das muss man auf jeden Fall mal so sagen. Ein Schürhaken. Was macht denn ein Schürhaken da ohne Spuckrolle? Was haben wir denn eigentlich für Spuckrollen? Großer Feuerball, Feuerpfeil, kleiner Feuersturm, Eispfeil, Feuerball, Licht, leichte Wunden, Blitzschlag, mittlere Wunden, Golem erschaffen. Oh, Golem erschaffen ist sehr gut. Blitz. Und das war's. Der Blitz macht, glaube ich, auch ganz schön ordentlich Schaden. Kann es aber auch im Moment gerade nicht sagen, wie viel denn nun genau. So, wo kommen wir denn hier hin? Ah, da ist auch nochmal so Fangheuschrecken. Bevor wir uns um die kümmern, werden wir aber nochmal kurz abspeichern, in der Hoffnung, dass es uns diesmal nicht wieder die Modelle zerreißt oder sonst irgendwas. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Da trifft doch. Hey! Trifft die Fangheuschrecke! Na? Alter Schlappen, das war jetzt mal wieder äußerst knapp. Viel zu knapp, würde ich sagen. Ach ja, genau, Fleisch müssen wir auch noch braten. Haben 115 Fleisch. Können uns bei den Piraten aber, soweit ich es mitgekriegt habe, nirgendwo braten lassen. Ist natürlich schade. Und jetzt regnet es hier gerade wieder. Was heißt wieder? Es regnet hier gerade ohne Ende. Oh, Trank. Noch ein Trank. Heilpflanzen. Ja, nehmen wir doch mit. Jetzt im Regen rumzulaufen, ist mir eigentlich ein bisschen blöd. Und da geht es ja eh in Richtung Sumpf, in Richtung Piraten. Da wollen wir in Richtung Banditen natürlich. Die Piraten sind natürlich woanders. Da wollen wir eh noch nichts hin, weil wir eben noch keine Banditenrüstung haben. Und ja, gut, ich bin mal gespannt, was uns da jetzt auf dem Weg zu den Piraten, diesmal habe ich es richtig, so alles noch begegnet. Also außer den beiden Fangheuschrecken da vorne. Oh, ein X von Greg. Sehr schön. Waren hier nicht irgendwo noch... Ah, die waren, glaube ich, noch eins tiefer. Schauen wir doch gleich mal, was Greg hier vergraben hat. Ui, da ist eine Truhe aufgeploppt. Habt ihr es gesehen? Die machen wir natürlich auch gleich leer. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Golden Kelch gefunden haben und das war's. So, links. Oh, rechts, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts. Offen und ein Eintopf, Pech, Dolch und ein bisschen Gold. Ja, ist okay. Kann ich mit leben. Sonst noch irgendwas hier? Nein, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal... Können wir nicht da hoch? Doch, natürlich können wir da hoch. Hier waren doch noch irgendwo Fangheuschrecken. Ich habe im Moment noch gerade keinen Plan, wo... Also die haben wir ja getötet. Scheinbar. Und die auch. Okay, das waren die, die wir von eins oben drüber niedergemacht haben. Da waren da noch weiter unten, waren doch noch welche.
Ah, ganz weit unten. Noch deutlich weiter unten. Das heißt, wir gehen auch mal noch ein Stockwerk tiefer. Und machen die doch einfach nieder. Wir müssen unbedingt Bogen trainieren. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich, oder? Ihr dürft ruhig bitte hierher kommen. Oh, versucht sie hier hochzukommen. Und bleibt stecken. Ich würde sagen, das Angebot nehmen wir doch gerne an. Okay, da von der dritten momentan weit und weit nicht zu sehen ist, nehmen wir mal die zwei aus. So, wo ist jetzt Nummer 3? Ah, da hinten. So, die hängt auch fest. Bin ich nicht gerade traurig drüber. Es ist natürlich, ja, es ist wie immer feige, von da oben runter zu schießen auf irgendwas, was da unten drunter ist und nicht hoch kann. Aber so ist es nun mal. Oh, ist der verkaut. So, ganz auch Pflanzer. Wir gehen jetzt erstmal hier oben nochmal durch. Denn ordentliches Sammeln von dem ganzen Zeug hat schon so manches Leben gerettet, beziehungsweise so manches Abenteuerleben erleichtert. Da vorne brennt ein Feuer. Das sind wahrscheinlich Pfeile. Nehmen wir immer gerne mit. Spart uns einen Haufen Geld. Na gut, vier Pfeile nicht unbedingt, aber rostiges Schwert, noch ein Pfeil, noch ein Pfeil. Noch ein Pfeil. Warum die Leute hier Pfeile rumliegen lassen, die vollkommen in Ordnung sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Wahrscheinlich einfach nur, damit wir sie finden können. Okay, und das ist auf jeden Fall ein Weg, den wir noch nicht kennen. Da unten sehe ich Snapper. Lagerfeuer, wie gesagt. Da vorne ist ein Baran. Das ist nicht der Weg, den wir momentan gehen wollen. Holzen. Ja gut, nehmen wir auch mit. Hier hinterm Haus ist nichts. Ich bin gerade überlegen, ob wir da hochkommen können irgendwie. Aber ich glaube es fast nicht. Lauflieder nehmen wir auch mal noch mit. Und jetzt müssten wir doch dann eigentlich gleich da wieder sein, wo unser Weg mit Alligator Jack seinen Anfang genommen hat. Also gleich quasi jetzt. Da sind wir langgelaufen mit Alligator Jack. Oh, was ist hier? Rostiges Schwert und zwei Heilpflanzen und ein Trank. Oh, okay, dankeschön. Tränke nehmen wir immer gerne mit. Und jetzt werden wir hier auf dem Weg zum Piratenlager mal alles einsammeln, was wir haben liegen lassen. Da ist ein Heilkraut. Bin echt mal gespannt, das Viehzeug dürfte uns ja nicht allzu viel über den Weg laufen. Nicht wirklich. Und mir ist gerade wieder beim Sammeln der Dunkelpilze eingefallen, dass die ja eigentlich im Prinzip keinen wirklichen Nutzen für uns haben. Denn die stellen ja hier in der Mod, stellen sie ja Mana statt Leben wieder her. Und der Verzehr von 50 Stück, auch am Stück, erhöht unser Mana nicht. Was ein bisschen schade ist. Denn das war immer eine relativ günstige Quelle, um zumindest ein bisschen an Mana zu kommen. Nur dass man zumindest mal 3 oder 4 oder 5 Zauber nacheinander wirken kann mit seinen wunderschönen Schriftrollen. Aber, tja,
nicht für uns, denn wir sind Söldner. Und ich meine, hier wird es auch relativ schnell, relativ gefährlich. Deswegen springen wir gleich mal herunter und laufen den Pfad einfach weiter. Da gibt es auch noch jemanden, mit dem wir reden können. Wir wollten uns den Talkessel nochmal angucken. Etwas genauer. Denn mit dem waren wir auch noch nicht fertig. Da ich bin der Meinung, dass da mindestens noch ein Lurker sein müsste, den es noch zu töten gilt, um ein bisschen Erfahrung zu kriegen. Und ja, vielleicht auch noch ein bisschen was mehr. Müssen wir mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie jetzt die Macher der Mod, beziehungsweise der Macher der Mod, das Ganze hier im Jagdhinter verändert hat. Also bisher sind mir noch keine Änderungen aufgefallen. Das muss aber nicht unbedingt viel heißen. Ne, war da nicht was? Ne. Also wie gesagt, es muss nicht unbedingt was heißen. Denn ich bin jetzt nicht so der alles auswendig Kenner von Gothic. Ich kenne relativ viel, so, sage ich jetzt mal, aber halt nicht alles. Lange nicht alles. So, hier oben ist nichts mehr, aber da ist noch ein Blauflieder. Und was war denn hier? Waldbären. Ja, Waldbären ohne Ende. Ich glaube, ich habe irgendwie auch ein Rezept gesehen für... Oh. Eine Höhle mit Goblins drin, so wie es aussieht. Das heißt, wir speichern gleich nochmal und werden uns dann der Goblins mal annehmen. Schwarz. Und ein Krieger. So, jetzt machen wir erstmal Flatter. Ey, wieso sind die so schnell? Das gibt's doch nicht. Gehen wir gleich mal ins Eck. Und wir haben sie verzogen, das heißt, wir können ganz in Ruhe zwei Fleisch futtern. Und vielleicht noch ein paar Waldbären. Haben wir ja genug inzwischen. So, und dann gehen wir gleich nochmal zu den Goblins hin. Denn die haben mit Sicherheit irgendwas in ihrer Höhle versteckt. Muss ja nicht unbedingt was Wertvolles sein, aber irgendwas haben sie drin. So, war das auch schon mal gar nicht so schlecht. Der schwarze Goblin hat nichts. Der Krieger hat immerhin Butterfleisch dabei. Richtiges Fleisch wäre mir lieber gewesen. Aber ich bin mal gespannt. Vor allem jetzt, wie groß die Höhle ist. Da geht es auf jeden Fall noch weiter. Okay, sammeln wir erstmal das ganze Butterfleisch ein. Und Duckelpilze und was haben wir hier? Wolfsfelle. Nehmen wir natürlich sehr gerne mit für Bossbar. Trank haben sie auch noch dabei. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt da hinten drin noch erwarten wird. Und so wie es aussieht, wird der Weg zum Piratenlager wohl doch etwas länger, als ich ursprünglich dachte. Ich dachte, mit einer Folge wäre das lockerflockig erledigt. Aber je nachdem, wie weit das Höhlensystem noch geht, brauchen wir vielleicht doch mehr als eine Folge. Oh oh, ich höre einen Schattenläufer. Tatsächlich ein Schattenläufer. Mit dem sollten wir uns noch nicht anlegen. Dazu ist die Distanz zwischen ihm und uns einfach im Moment zu kurz und er zu stark. Und es wird langsam auch jetzt wieder Nacht. Deswegen werde ich gleich meine Fackel anwerfen. Wenn ich dann eine finde... Da sind sie ja.
zwar ein bisschen Licht dabei, können auch was sehen. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch ein bisschen besser. Also, wenn ihr schlechter sehen würdet, dann, naja gut, das fände ich jetzt ein bisschen komisch. Ah, da, wir sind ja schon fast am Talkessel. Ja, cool. Ah, Piratensäbel, Spruchrolle, goldener Ring. Hätten wir ohne Licht vielleicht sogar übersehen können. Na gut, da das Zeug angezeigt wird, eher unwahrscheinlich, aber... Mit Licht ist es doch besser, oder? Finde ich zumindest. Allerdings, da es hier unten jetzt ja Monster hat, werden wir die Fackel gleich wieder ausmachen und gleich mal den Bogen zücken. Hat schon mal schwarze Goblins. Zwei Stück. Es hatte zwei schwarze Goblins. Eine hat ein bisschen Gold dabei. Zweite auch. Ja, das ist okay. Jetzt können wir die Fackel wieder anmachen. Ihr habt es vielleicht bemerkt, wir hatten, bevor wir diese Fackel jetzt angemacht haben, 20 Fackeln. Also, beziehungsweise bevor wir die erste Fackel angemacht haben, hatten wir 20 Fackeln. Und jetzt haben wir immer noch 20 Fackeln. Das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen und wieder ausmachen, haben wir wieder 20. Das heißt, wir kommen mit einer Fackel also wirklich ewig weit. Im Prinzip können wir mit einer Fackel das ganze Spiel hindurchleuchten. So man denn möchte. Und hier im Dickicht scheint es keine wirklichen Pflanzen mehr zu haben. Außer dieser Waldbeere. Ansonsten, da unten müsste irgendwo noch... Ich meine, da müsste noch ein Lurker sein. Oh, halt, Moment. Laubblieder, Heilpflanze... Und Dunkelpilz. Auch ein Dunkelpilz. Ja, ich sehe ihn. Ist kein Lurker, sondern ist ein Varan. Und zwar ein einsamer Varan. Den können wir auch so niedermachen. Und zwar speichern wir vorher nochmal. Und rennen einfach auf ihn zu. Und drücken ihn da hinten gegen die Wand. Da hat er nämlich keine Möglichkeit, uns zu attackieren. Und jetzt holen wir die Fackeln wieder raus. Und oh, da liegt ein Toter mit Pfeilen und einer Spruchrolle. Und da pinnt auch ein Bogen dabei. Ein Langbogen! Ja, cool. Ich weiß auch, der kostet 1000. Wie gut ist der denn? Ja, 90 und 115. Also der ist mir lieber als der Eschenbogen oder der Kompositbogen. Allerdings brauchen wir natürlich noch 20 Punkte Geschick, um den anlegen zu können. Und ihn benutzen zu können. Also das wird noch eine Weile dauern. 20 Geschick sind ja momentan 60 Lernpunkte. Das ist eine ganze Menge. Und da vorne hat es noch eine Höhle, in die wir auch sofort reingehen werden. Kann man, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, leicht übersehen. Hank mit einer alten Münze. Und Angus mit Morgans Ring. Schmieriger Zettel. Und einer alten Münze. Da liegt noch ein Trank. Und noch ein Trank. Den schwierigen Zettel schauen wir uns gleich mal an. Bin mal gespannt. Schwieriger Zettel. Schauen wir mal. Also, keine Ahnung, wer was das bedeuten soll. Ist wohl bei der Übersetzung irgendwie schiefgelaufen. Besorgt die letzte Lieferung, die für uns bestimmt ist. Bringt sie dann zu eurer Höhle. Dort treffen wir uns. Ich bezahle euch den doppelten Wert in Gold. So wird's gemacht. Tom. Okay, wer ist Tom? Offensichtlich einer der Banditen. Der die Piraten um ihr Gold und ihre Lieferung betrügen möchte.
Da bin ich mal gespannt, was wir mit der Info anfangen können. Nachdem wir hier die Pfeile aufgelesen haben. Und es scheint doch nicht ganz so lange zu dauern, zurück zum Piratenlager zu kommen, wie ich dachte. Ich hatte da jetzt echt eine deutlich längere Strecke irgendwie im Kopf. Tut mir leid. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall dann noch kurz mit dem Holzfäller da oben reden. Der ja eigentlich direkt da oben stehen sollte. Und dann werden wir mal schauen. Da ist er, sägt sein Holz immer noch brav. Malcolm! Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. In der Tat. Wir könnten seinen... Ja, wir reden erstmal fertig und dann, wenn wir speichern, dann werden wir versuchen, sein Geldbeutel zu stehlen. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Ja, wir haben ihn kennengelernt. Und Henry ist sein Anführer? Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig. So, wo ist denn euer Lager? Wir waren zwar schon dort, aber wir fragen trotzdem mal. Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Alles klar. Ich danke dir, mein Freund. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten? Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Okay, werde ich tun. Aber erst nachdem wir nochmal gespeichert haben. Auf die 158. Und damit werden wir mal versuchen, dich zu bestehlen, hey, mein du. Freund. Hat geklappt, wunderbar. Ich muss weiter. Lass dich nicht von den Biestern fressen. Die Gegend hier ist sehr gefährlich. Alles klar, danke. Vorher klauen wir aber nochmal Sprock und Käse, Schafsfell, Brot und auch den Wein. Und dann, ihr könnt es vielleicht schon hören. Wir sind hier in der Nähe von Fleischwand. Oh, Moment, habe ich da was übersehen? Nee, sieht nicht so aus. Wir sind in der Nähe von Fleischwanzen. Na, nicht da runterfallen. Da hochgehen. Da oben ist nämlich ein Feuer. Da ist noch ein bisschen Schafsfell. Und es hat da nämlich noch was. Ihr seht richtig, einen Abgrund. Und dieser Abgrund... Moment. Mal kurz was ausprobieren. Ihr habt ja gesehen, wir machen die so ganz langsame Sidesteps. Wenn ich nach zur Seite gehen möchte. Das ist da. Ohne Fackel machen wir das schneller. Also die Fackel ist quasi wie wenn wir eine Waffe in der Hand hätten. Aber wir werden dann in der nächsten Folge, werden wir mal gucken, was sich denn da unten verbirgt. Denn da ist nämlich wirklich ein kleines Secret. Aber das, meine Freunde, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich darf mich bei euch fürs Zuschauen recht herzlich bedanken. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn wir da runterspringen und dann unseren Weg zum Piratenlager fortsetzen. Und uns dann auch mal überlegen, was wir jetzt eigentlich wegen dem Canyon und den Orks da drin tun wollen. Ob wir es vielleicht mal versuchen, dass wir mit einer anderen Truppe reingehen. Oder dass wir einfach nur noch ein, zwei Piraten mehr mitnehmen. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze ausgeht. Ich bin echt mal gespannt. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Vor allem auch, was sich da unten befindet. In diesem Sinne... Ich wünsche euch was. Bis denn.